Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, wir haben hier gerade wieder ein bisschen hier die Gegend aufgemischt. Ja, und gucken uns mal hier um, was es Schönes für uns zu entdecken gibt. Anscheinend setzt Nadine bei Ausgrabungen immer noch auf Dynamit. Sehr schön, hier können wir schon uns ein paar Notizen wieder machen. Ein Siegel. Adam Baldridge regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher. Ja, wir schauen uns wirklich mal hier genau um. Das ist dann doch recht groß. Was ist da noch? Ein Brunnen, aber der ist schon vertrocknet bzw. zugeschüttet. Da liegt... Ah, das sind Handgranaten. Ich hab gedacht, haben wir noch einen Schatz gefunden. Da sind auch noch Handgranaten. Das ist sehr gut. Halt, die Handgranaten hätte ich ganz gerne. Ne, das Ding taugt mir nicht. Ich nehme die AK-47. Das gute alte Modell aus Sowjetzeiten. Da liegt auch noch was rum, aber nur Waffen. Wir sind echt gut bestückt jetzt und auch gut durchgekommen. Ah, das ist komfortabel hier, wie Tarzan durch die Gegend zu schwingen und sich umzusehen. Ja, ich denke mal, hier wird nicht viel kommen. Jetzt schauen wir mal nach oben, was oben ist. Das ist ja doch ein Riesenturm. Wäre richtig nice, wenn es da nur Treppen geben würde. Eine Leiter schon mal, das ist gut. Okay, jetzt müssen wir uns da nach oben kämpfen, so wie es ausschaut. Der Sam, der kommt gleich mit. Ich denke mal, dass oben an der Spitze irgendwas sein wird, was uns weiterhilft. Und wenn es nur ein Aussichtspunkt ist. Okay. Ja, man kommt ja gut nach oben im Moment. Sind wir schon oben? Nee, noch ein bisschen Hammer. Machen wir hier weiter. Und geht's rauf, mein Lieber? Nein. Aber jetzt. Wir sind oben. Auf den ersten Blick sehe ich nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Liegt auch kein Schatz da. Ah, doch, was haben wir hier? Mordstrom Seilwinde. Ui, cool. Da können wir gleich was machen. Aber erst nochmal umschauen. Die Brücke scheint zurück hier zum Weg zu führen. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir gedacht, dass da nicht viel mehr passieren wird. Aber war cool. Hat Spaß gemacht, darunter zu sliden. Gut, viel mehr wird hier gar nicht sein. Es geht auf jeden Fall dann wieder in Richtung Jeep. Warte, es gibt so diesen Jeep-Finder da oben. Cool. Hier. Zack, da ist er. Und dann fahren wir weiter. Haben wir ganz schön hoch oben geparkt. Wo ist der Jeep? Da ist der Jeep. Oder der Geländewagen. Großer Sprung und rein. Okay, zurück. Es geht los. Wo lang? Die ewige Frage, wo lang? Kommen wir da über die Brücke drüber? Ja, ja. Schaut besser aus wie die alte. Ey, 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 okay. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Alles klar. Wie kommen wir hier raus? Ich weiß es. Das wird ja direkt angezeigt. Wahrscheinlich kann man das auch ausstellen, die Funktion. Aber ich finde es fast besser, wenn mir mehr Sachen gesagt werden. Weil wer will schon ein Let's Play sehen, wo man irgendwie 10 Minuten an derselben Stelle rumdanzt, findet sich nicht zurecht. So, und hab... Na, aber hier eine störrische Brücke. Jedenfalls die Reste, die übrig geblieben sind. Leute, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ist die Winde schon wieder drin? Tolle Winde, ja. Ups, was mache ich?
wollte nur nicht über den Tisch rutschen. Eigentlich wollte ich gleich hochfahren. So, Leute, es geht weiter. Und rauf. Ja, ich habe mir das Let's Play jetzt schon mal angeschaut. Und leider habe ich festgestellt, dass es immer noch das Knacken, Sally, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Zu hören von meinem Mikrofon. Vielleicht kannst du sie kontaktieren. Ich werde mich am Wochenende mal ein bisschen drum kümmern, dass ich da vielleicht ein neues herbekomme oder ein bisschen recherchieren. Mal, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Im Moment muss ich sagen, ist das Knacken ja noch erträglich. Aber ich bin halt einer, der total Wert drauf legt bei Videos, dass die Tonqualität gut ist. Und jetzt kann ich das selber gar nicht einhalten. Das ärgert mich ein bisschen. Also wenn ich ein Video sehe und der Ton ist schlecht, ich muss wegschalten. Ich drehe durch, ich krieg dann Hass. Und jetzt ist es leider bei mir auch so, dass das immer wieder Probleme macht. Aber gut, aller Anfang ist schwer. Ich schätze mal, dass das auch in wenigen Wochen sich dann alles eingependelt hat. Ah. Ich habe mich verfahren. Das hat man davon immer zu viel labert. Nächstes Mal bleibe ich beim Labern einfach stehen. So, weiter geht's. Da sind Spuren. Das fahren wir jetzt da rechts nach oben. Da wieder entlang. Ja. Sind wir hier richtig? Ne, hier war ich doch gerade schon mal. Aber das sind Spuren. Sind das meine? Ne, hier kann man nicht runterfahren. Oder? Ne, hier kann man nicht runterfahren, Leute. Also, das endet im Desaster. Uah. Muss mal gucken, wo lang. Dadurch, okay. Oh, toll. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Okay, da oben sehe ich auch einen Turm und halt die Ruinen. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ah, weißt du, mit Lesen. Was machen wir denn jetzt hier? Einer der Wachmänner hat mich. Die fahren weg, oder? Sind die weggefahren? Ja, die sind weggefahren. Was hast du denn gelesen? Schaut echt toll aus mit den Bäumen. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Genial. Außer den Büchern, vieles wird auch etwas den Streit zu legalisieren, der Gangster. Ich hab viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Wo geht's rauf? Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung. Den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. So. Wisst ihr, wenn ich so überlege... Wo muss ich hin? Ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Oh, ich leide. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Da oben, wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Langsam. Alles klar. Okay. Sehr schön. Und stehen da gleich wieder ein Haufen Leute. Ja, verdammt. Es regt mich auf. Nicht der Mann, der heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittdrucke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt. Jetzt haben wir die jetzt gleich hier ganz offensiv abknallen. Ja, komm. Keine Lust auf langes Gezeder. Ich hänge leider fest. Ja, jetzt ist wieder. Oh, cool. Man kann sogar durch die Scheibe durchschießen. Ja, die haben echt an alles in dem Spiel gedacht. Außer, Uiuiui, Achtung, ich bin stark angeschlagen. Okay. Okay, und weg. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen scheiße geparkt. Das behindert einen direkt mal. So, ich mische mich jetzt da mal direkt unters Volk. Oh Gott, ich bin schon wieder leer.
Das gibt's nicht. Ist der hin? Ja. Jetzt ist er in Ruhe. Wo sind die anderen Clowns? Die sind auch da. Ja, wieder mal hier alles angucken, alles drücken. Was sprengen wir jetzt weg? Irgendwas haben wir gesprengt. Wahrscheinlich ein Gebäude, ein Gang freigesprengt oder einfach nur Lärm gemacht. Jetzt schauen wir, ob wir hier uns auch wieder irgendwo Notizen machen können. Ist kein Siegel am Boden hier. Vielleicht ist das ja oben. Nö, ein Toter. Okay. Hoppala, da wollte ich gar nicht runterspringen. Ah, wahrscheinlich haben wir das hier freigesprengt. Ziemlich sicher sogar. Entschuldigung. Oh, mal schön genießt. Aber irgendwas muss doch hier noch sein, oder? Kann ja das nicht schon gewesen sein. Alles klar. Schwingen wir mal rüber. Okay. So wie es ausschaut. Doch. Dann gucken wir uns mal den Eingang da drüben an. Dann kann man mal gespannt sein, was uns da erwartet. Können wir das mitnehmen? Nee. Alles klar, wir gehen da rein. Da ist bestimmt wieder ein Siegel am Boden, oder? Nee, auch nicht. Das habe ich mir jetzt ein bisschen dreckiger vorgestellt da drin. Aber ein Schatz haben wir gefunden. Okay, und noch ein? Nee, da ist keiner mehr. Okay, dafür... Na, da habe ich jetzt schon gedacht, dass mehr drin ist. Aber da ist ein Loch in der Decke, das ist auch schon mal nicht schlecht. Können wir da irgendwie noch rauf? Nee, alles klar. Oder hier bei dem Aquädukt. Da kommen wir auch nicht weiter. Nee. Dann fahren wir jetzt hier einmal noch im Kreis hier. Bei der Ruine. Vielleicht fällt uns da noch was auf. Ist echt cool. Habe ich vorhin durch die Scheibe geschossen. Die ist immer noch hin. Kaution ist weg. Und weiter geht's. Jetzt wo lang? Einmal noch gucken. Vielleicht irgendwas übersehen haben. Ich glaube fast nicht. So. So, okay. Hops. Da geht's rauf, Leute. Da raucht es auch so schön. Ja. Ich denke, das ist schon richtig hier. Wisst ihr, wenn ich so überlege? Ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit einem zu tun. Bevor ich entscheide. Im Ernst? Wie kommt es, dass du noch lebst? Ja, damals war ein Mann, der heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf der Karriere. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnitte verkauft. Jetzt sind wir noch richtig? Oh, nein! Das war knapp, Leute. Das war knapp. Schaut euch mal das an. Wie war er so? Das war knapp. Aber mit Feuer. Das könnte ja bei der kleinsten Gelegenheit. Okay, hier entlang. Das ist echt ein schmaler, abgefuckter Weg. Eigentlich ist es gar kein Weg. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Steigen wir mal aus. Ja, wirklich grandiose Fernsicht hier. Cool. Gibt es das zum Aufschreiben wieder? Sehr gut. Und hopp. Oh, Adler, Falken oder anderer Greifvogel. Also die haben bei dem Spiel wirklich an alles gedacht. Das ist nahezu so gut durchgeplant. Warum ich hier nicht raufkomme, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber hier der Sully will mit uns quatschen. Machen wir das mal. Wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem.
zum Teufel. Ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. Okay. Das war echt ein hirnloses, dummes Gespräch, was keiner braucht. Nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Okay. Schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Ah ja, okay. Das ging ja fix. Da liegt auch wieder ein Schatz. Sehr cool. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Kriege ich den? Was haben wir Schönes bekommen? Ah, eine Münze. Schön schaut es ja aus. Jetzt können wir noch ein bisschen Aussicht genießen, oder? Schön. Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Schorlein sollten wir zu sehen. Da sind viele Hügel. Da ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heißt der, glaube ich, auch irgendwie die 12 Türme. Alles klar, dann marschieren wir da mal wieder runter. Runter geht's aber schneller. Sehr gut. Und nein ins Auto. So, zurück. Wo lang? Da hoch wieder, oder? Da sind wir hergekommen. Moment. Wo sind wir hergekommen? Da so. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich uns ein bisschen links halten. Und beim nächsten Turm schauen, was uns da erwartet. Oh, wir sind sogar schon da. Das ist ja mehr wie ein Turm. Das ist ja schon eine kleine Stadt hier. Sind da... Das ist gut. Okay. Wie mittelalterlich. Ja, man braucht keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Alles klar. Gucken wir uns hier mal um. Siegel wieder eins. Sehr gut. Das hat er. Das ist hier so ein Signalturm, so eine Art Leuchtturm vielleicht. Weg mit dir, Alter. Schauen wir uns mal, was da noch so Schönes gibt. Können wir da rauf? Ja, sehr cool. Klingt gut. Hey, sei vorsichtig, Junge. Okay, was werden wir hier finden? Dann da wieder raus wahrscheinlich. Da hoch. Nö, wieder rein. Ah, hier können wir auch absteigen. Die Stufen sind zerstört, man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Und wie komme ich hier weiter? Ah, okay, wieder zurück zum Fenster. Da können wir da ein bisschen fensterlen. Und dann gucken wir, was da oben noch ist. Halt. Was mache ich denn? Ah, da komme ich gar nicht rauf, oder? Nö. Nee, da macht er das nicht, wie ich das gern hätte. Gut. Doch, wir kommen bestimmt irgendwie nach oben, weil das ist ja wieder so ein Seil, an dem wir runterrutschen können. Was ist denn hier? Nee. Alles klar, ich habe gedacht, da laufen schon wieder diese Shoreline-Clowns. Das ist aber hier das Sam. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich da raufkomme. Ah, hier, warte mal. Einmal. Nee. Wie kommen wir da rauf? Hm. Jetzt würde ich sagen, einfach die Steine darauf. Aber immer wenn ich da hoch will, hüpft der Affe da rein. Ja, Leute, bevor ich hier jetzt noch weiter ewig die Zeit verplemper mit darauf kommen,
beenden wir diese wunderbare Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch gleich die nächste an. Und ja, wir werden sehen. Ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht hilft ihr uns ja. Okay, da haben wir noch einen Tipp bekommen. Aber was wir mit der Kiste machen, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal.